Shit. Ich will eigentlich darüber. Hier rüber will ich. Beziehungsweise. Blau ist No Entry? Okay. Okay, dann machen wir den erstmal hier kaputt. Was mit dem Schwert kaputt? Ist doch scheißegal. Wo ist denn? Da. Da müssen wir als nächstes hin. Okay, Lari, halt erstmal ein bisschen. Und zwar was ganz Leichtes. So. Ja, du kommst leider nicht da hoch, ne? Okay. Wir dich irgendwie. Ja, wir schmeißen dich da gleich hoch, glaube ich. Here you go. Weil dann kriegen die auch, glaube ich, Schaden. Dann warten wir noch kurz hier runter. Let's go. Na ja, kennen wir schon alles. As long as I have my powers, we are super safe. Ah, shit. Denkst du, es ist weg? Mountain Power! Ach. Scheiße, ich muss darauf. Okay, die Waffen wechseln. Und deffen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Schaden gekriegt, aber. Och, scheiße, sogar damit. Aber es hat sich jetzt nicht so viel ausgewirkt auf mich, deswegen kann ich getrost jetzt da hoch. Ah, perfekt, er schafft es. So, dann gehen wir mal da hoch. Mach jetzt mal das schöne Squad Attack auf beide. Schade, nicht getötet. Aber das schaffst du jetzt, ne? Ach nee, die. Du bist ja unterlevelt. Obwohl du auch über dem bist. Aber die Ausrüstung ist halt scheiße. So, die haben sich jetzt bewegt. Das ist super. Ja, 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 ja. Okay. Dann machen wir jetzt den Overlord an. Jetzt geht die Party los. Erstmal. Machen wir das. Damit killen wir jetzt fast alles. Und jetzt killen wir sie. Dann machen wir dann Overlord. Finde ich übrigens ziemlich geil. Also wenn da noch eine ordentliche Passive mit reinkommt, also eine Ability, kann man den wirklich ganz gut gebrauchen. Jetzt mal hier mit dem zurück. It's my turn. Macht Seraphina auch genug Schaden für irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich hol mal Kizuna ran. Die macht das schon. So. Und damit müsste es eigentlich vorbei sein mit Machu Rita. So. Meine Güte, ey. Ich finde es aber sehr, sehr traurig, dass Majorita tot ist. Auch wenn sie halt sozusagen viel Schaden gemacht hat. Bei den Neverbites, aber.
Eigentlich war sie auch nur ein... eine Marionette. Aber gut, das wussten wir alle. So. Scheiße, ich hätte doch einen Schritt nach vorne gehen können. Immerhin kostet das ja keine SP hier. Na, können wir... Ah, shit. Mist, da kommen wir nicht ran, ne? Naja, gut, mach mal das. Oh, shit. So. Und tschüss, sag ich da nur. Du kannst hier nicht moven. Du bist auch schon vorgemoved. Okay. Aber die sind alle weg. Hast du irgendwas um dich herum? Irgendeine schöne Attacke? Nee, leider nicht. So können wir es machen. Eine neue Klassenfähigkeit. Nice. Okay, das dürfte es dann auch gewesen sein. Und tschüss. You okay? Did we do it? Nö. Whoa! More of them just super showed up! Damn it! One after another! Then, bro, your ultimate skill! No, he can't. There are too many corpses. It would take too much energy. I agree about saving Sir Kilia's energy, but if we can't get past these corpses, then we won't be able to move on. It would be great to have reinforcements at a time like this, Flip. Ninja Rabbit Technique! Explosive Carrot Formation! You guys! Why did you come to such a dangerous place, Flip? We can't allow ourselves to shake in fear from a safe location while the overlord of our homeworld, Toto Bunny, is fighting Flip! That's right! Looks like you're having some trouble, Master Red Magnus. Ponchos? And you guys? Why? Didn't I tell you we'd help you one day? Well, today's the day. Ponchos? That's quite super clever of you, Ponchos. Huh? Are you crying? No! I'm not crying! Hey, please don't forget about me! Father? Oh my! My father, the most cowardly of cowards, came all the way into enemy territory! This must be a dream! Your doubt is making me sad. I overcame my fear to send off my only loving daughter for her big moment. I'm joking around, Father. This is the coolest I've ever seen you. Seraphina,
Void Dark! Where are you, Lord Void Dark, Mera? Angels! An army of angels are invading Mera! Angels. Why are you all looking at me? Hello? Yoo-hoo, Christo! How you doing? Hey, what's this all about? Huh? Why do you sound so mad? I heard that an army of angels have begun invading. Oh, yeah, that. That's odd. I thought you'd like that. Why would I like it? Are you trying to get rid of us along with Void Dark? Why do you always have to take things the wrong way? What? So that's not what you're doing? The truth is, ever since we canceled the launch of Armageddon, we've been watching you closely. Through this and that, we were able to observe the growth of your heart and the feeling you have for your allies. What? Everyone was moved by it. Even those who spread rumors about you being a spy cried and reflected on what they'd done. We wanted to help you, so we came. Are you, by any chance, crying, little Christo? Thank you very much. Doing this for someone like me. It's just a gift for growing up. Stand tall. Who was that call from? It was just a wrong number. Now, everyone, leave these guys to us and go find Void Dark. All right. Thank you, everyone. Ja, es muss aber auch irgendwie kommen. Also. So. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Ritual, was zum Schluss kommt, dass es für Lise ist. Dass die Wiederbelebung jetzt vollstatten kommt. Er hat die Fähigkeit, Korb zu rufen. Er hat die Fähigkeit, was zu kopieren, glaube ich. Nee, es hilft irgendwie nicht. Obwohl doch, es müsste was funktionieren. Und er hat die Fähigkeit, irgendwas zu vereisen. Also Kiel ja seine alte Fähigkeit. Also die Zeit zu stoppen. Und vielleicht kann er mit dieser Fähigkeit entweder die Zeit zurückdrehen oder halt, also den Korps, den Leichnam sozusagen wieder zurückdrehen oder irgendwas anderes. Wir gucken mal einfach mal, was passieren wird. Boost Stamina. Plus Intelligenz, Critical Mitte. Können wir das hier nehmen? Speed Up und Move Up. Na, nice. Das kann ich doch bestimmt gebrauchen. Und das Gute ist, dass wir jetzt hier wirklich durchwaschen, sag ich mal. Dass ich wirklich danach ein bisschen alleine spielen kann und halt, dass wir es endlich mal durchkriegen. Finally, if the ritual succeeds, I've been waiting for this day for so long. Where do you think you're going, Void? Your opponent is right here. Killia. I can't stand having such an important ritual being interrupted by garbage any longer. I'll have to get rid of you first.
Do it if you can! I'll super lay the crackdown on you right here and become the strongest overlord! You're underestimating us. We'll teach you that looking down on us will cost you your life. We will not allow you to get away with discarding your allies whenever it's convenient for you, Plit. You might be cocky since you've absorbed an enormous amount of energy and wield absolute power. But we've gained new powers too. That's right! The power you gathered at random doesn't stand a chance against us! Looks like you have all misunderstood. What? I didn't absorb all that energy to gain strength. Then what is it for? I don't have to answer that. Because I'm going to kill you all right here. Damn! Corpses again? This trick is getting old. Void, fight me. I was wondering what you were going to say. Our fight ended a long time ago. Why do we have to settle this now, when you haven't been able to defeat me a single time? I've mastered the ultimate demon technique. I can defeat you now. Fool! The ultimate demon technique was nothing more than that old man's fantasy. Lectures about your heart and whatnot. Nothing about it is related to strength at all. Are you going to run away from the ultimate demon technique again? Run away. When Goldeon decided that I would become his heir, you said it was worthless and ran away. You're just a weak man who ran away from the ultimate demon technique and from your father's grand shadow. I accept your cheap taunt. Today, I will sever the fate that connects us, as well as rid the universe of the ultimate demon technique. Lise was always thinking about you. Whether you were pushing yourself too hard or eating enough, she even wanted Goldeon and I to understand you. That's what she always prayed for. But that prayer will never come true. Unfortunately. Shut up! You caused all of that! Killia, it's all your damn fault! Don't you dare speak my sister's name! Er will 100% Lies wiederbeleben. 100%. Lol. Wollen wir es mal 99 Runden durchhalten? Oh, er hat einen Speer. Lol. Auf for the next turn. Nice. Ach so. Let's go. Ja, ich hätte echt. Ich hab nicht dran gedacht mit dem. Ah, da. Ich hab nicht Let's dran go. Gedacht mit der Neverworld. Sorry. Ich wollte doch eigentlich die Neverworld sozusagen noch mitnehmen. Boah. Warum machst du so wenig Schaden?